Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Smaragd Nuzlocke Challenge. Ja, ich hatte jetzt eine Woche Zeit, nicht aufzunehmen, beziehungsweise bei meinem Vater zu trainieren. Ich habe das aber nicht gemerkt, weil ich ja auf Vorrat aufgenommen habe. Das Ergebnis sieht jetzt wie folgendermaßen aus. Ja, alles in Level 70. Und wir haben ja Hariyama jetzt im Team, weil Barnett ja im letzten Part kaputt gegangen ist. Und das ist jetzt auch Level 70 und kann diese Attacken. Ich habe auch ein paar, also ich habe Rayquaza und Mimo das Stärke und Zertrümmerer verlernen lassen, weil brauchen wir jetzt eh nicht mehr. Die anderen TMs, VMs lasse ich mal noch, weil ich nicht wusste, welche Attacken ich sonst beibringen soll. Ich würde aber sagen, stürzen wir uns einfach mal in die Pokémon-Liga. Ich habe auch den Beutel ein bisschen umgeräumt. Hier einfach nur noch diese Items, ansonsten, ja, können wir loslegen. Ab hier haben nur die Trainer, die alle Orden der Arenen erhalten haben, Zutritt. Trainer, lass uns sicherstellen, dass du auch alle Orden hast. Trainer, glaube an dich und deine Pokémon und gehe weiter. Wann habt ihr geguckt? Habt ihr geguckt, wenn ihr geredet habt, oder was? Na toll. Okay, es geht los. Puh, es geht los. Okay, hallo Ulrich. Willkommen, Herausforderer. Ich bin Ulrich von den Top 4. Ich mag deinen herausfordernden Blick. Ich denke, das wird ein guter Kampf. Gut, das sieht gut aus. Schön, dann lass uns beide einen Kampf erleben, wie man ihn nur hier in der Pokémon-Liga erleben kann. Puh, dann legen wir mal los. Jetzt habe ich vergessen, das Pokémon umzustellen. Ist jetzt egal. Passt schon. Wir hätten Hariyama an vorderster Front stellen können, aber das passt jetzt schon. Das dürfte auch Mimo gut hinbekommen. So, Mimo kann jetzt übrigens Scanner. Ich denke, das wird hier in der Pokémon-Liga noch ganz hilfreich sein. So, wir nutzen als erstes natürlich Laubklinge. Weil einfach platt machen und so. Und ja, es bringt was. Sehr schön. Alles klar. Dadurch, dass ich ja keine Items einsetzen kann, bin ich auf diesen Levelvorsprung leider angewiesen. Geht nicht anders. Verzeiht es mir, aber es muss halt sein. Geht wirklich nicht anders in diesem Let's Play bei der Nuzlocke Challenge. Habe ich jetzt schon am Arena-Leiter eigentlich gemerkt, wobei da hatte ich ja eh einen Vorteil, Typ-Vorteil und so, aber trotzdem, das wird nochmal eine Nummer größer hier. Und ja, ich dürfte gegen Ende wahrscheinlich sogar ein paar Probleme bekommen, weil dann, ja, das werdet ihr dann sehen, weil ich weiß noch ungefähr, welche Level-Anforderungen die haben und ja, wir nutzen jetzt mal Rayquaza hier gegen Tengulist. Einfach weil Tengulist nämlich ein Pflanzen-Pokémon ist und da können wir... Ja, Rayquaza kann jetzt Drachenklaue, habe ich ihm beigebracht. Mit Attackenhelfer und so. Ja. Tengulist ist schwach gegen Flugattacken, deswegen nutzen wir Rayquaza. So. Tengulist dürfte damit besiegt sein. Sehr schön. 930 Erfahrungspunkte. Ich dürfte spätestens beim Champ dann ein paar Probleme bekommen. Im Kampf. Jetzt sieht alles noch locker flockig hier aus, aber wartet mal ab, bis der Champ da ist, dann geht's ab. Das kann ich euch versprechen. Dann geht's wirklich ab. Okay. Noctuska. Ich frag mich, warum der nochmal ein Pflanzen-Pokémon gegen uns einsetzt, aber gut. Weil das eine haben wir ja gerade schon vernichtend geschlagen, das zweite ebenfalls. Aber gut, das ist eine Entscheidung, von daher. Ein Grebutak. Das können wir eigentlich auch schon so außer Gefecht setzen mit Drachenklaue. Ich weiß, jetzt haben wir hier mit One-Hits gewonnen. Aber wie gesagt, wir kriegen wahrscheinlich später, im späteren Verlauf der Top 4 nochmal Probleme. Von daher, ja, ich habe verloren. Ich, Ulrich von den Top 4. Macht nichts, es war lustig. Ja, weil später kriegen wir da noch große Probleme. Nun, hör dir an, was dieser Verlierer zu sagen hat. Du bist bestens ausgerüstet. Daher solltest du nun in den nächsten Raum gehen, zum nächsten Kampf. Weil, wie gesagt, mit niedrigem Level und mit Items würde ich es schon eher wagen, aber ohne die Items bin ich auf sowas angewiesen. Da kann ich mir nicht wirklich viel Schaden leisten. Wir wechseln hier mal aus. Ich bin Antonia von den Top 4. Ich habe am Pyroberg trainiert. Während des Trainings habe ich die Fähigkeit erworben, mit Geist-Pokémon zu kommunizieren. In der Tat ist das Band zwischen mir und den Pokémon sehr stark. Komm und schau, ob du irgendwas gegen meine Pokémon ausrichten kannst. Ja, mal schauen. Ha. Weil ich kann es mir da nicht leisten, großartig Schaden jetzt schon zu erleiden. Ja, das ist ein Verlust, den wir dann beim Champ wahrscheinlich bereuen werden. Und deswegen, seht ihr, da ist auch schon, die Trainerin ist jetzt auch schon wieder ein paar Level stärker als der vorherige.
Und natürlich kann es zur Club-Schutzschild, hätte ich eigentlich sehr einsetzen können, aber passt schon. Ist jetzt auch nicht so schlimm. So, wir nutzen nochmal Psychokinese, auch wenn es wahrscheinlich nicht sehr effektiv sein wird. Ja, das wusste ich, weil das war bei Alpollo und so nur sehr effektiv, weil das noch Gift-Pokémon war zusätzlich. Es war übrigens nur eine Maßnahme, weil Gift-Pokémon alleine war nicht möglich. Geist-Pokémon alleine, da gab es irgendwie einen Fehler im Spiel und deswegen war es nicht möglich. Ich glaube, das habe ich aber auch schon erzählt. Ist aber auch nicht so schlimm jetzt. So, wir können aber auch gleich auswechseln, weil das ist mehr... Wobei, Banett, okay. Das dürften wir auch so schaffen. Hoffentlich zumindest. Psychokinese, weil die... Mit Schutzschild ist es schon ein bisschen dümmer. Aber gut. Okay, das zweite Banett ist auch... Also, das Banett hier ist jetzt auch weg. Die dürfte eigentlich relativ die gleichen Pokémon haben, weil die hat da nicht große... Die hat nicht die großen Auswahlmöglichkeiten. Da es hier recht wenig Geist-Pokémon gibt in dieser Edition. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum da die in der Top 4 eine mit Geist-Pokémon sein musste. Aber gut, die haben irgendwie mittlerweile alle so Randtypen. Zumindest die Edition, die ich gespielt habe, da waren die meisten immer so Randtypen. Solche, die halt sonst nie so vorkommen. Welche meistens auch... Also meistens auch welche, die die Top 4... Nee, nicht die Top 4, die Arena-Leiter nicht hatten. Aber gut. So, jetzt wird's schon kniffliger. Ja, jetzt wird's gefährlich. Jetzt wird es richtig gefährlich langsam, vor allem weil das jetzt eine Zytrobeere hat. So, dann nutzen wir einmal Fliegen, um einmal eine Attacke auszuweichen. Und ja, toll. Wahrscheinlich müssen wir Tool jetzt auch aufgeben, aber so ist es halt. Also Tool, gib dein Bestes, wenn du überlebst, dann... Okay, Tool. Schon den ersten Verlust, dann ist es beim zweiten Trainer jetzt mit Levelvorsprung. Das muss man sich mal geben. So, ich würde jetzt eigentlich Gaara kämpfen lassen. Weil das nicht so empfindlich gegen Eisstrahl ist. Und allgemein hier ein bisschen senken kann und so weiter und so fort. So, wir nutzen Donner. Wir sollten das Kaskade erstmal nutzen und danach können wir Hydropumpe nutzen. Puh, ich sag ja, ich bin total aufgeregt bei diesem Kampf, weil... Oh, das ist krass einfach. Jetzt haben wir schon einen Verlust zu erleiden. Ihr wisst ja, wenn wir komplett... Und also wenn wir jetzt komplett verlieren sollten, dann ist es Game Over. Und ich habe dann ehrlich gesagt auch keine Lust, nochmal ganz von vorne zu spielen. Ich bin jetzt schon so weit, da... Nee, einfach nur noch nee. Zubiris, okay. Dann nutzen wir auch einfach mal Hydropumpe. Zubiris hat ja da... Also habe ich ja schon vorher erwähnt... Diese Typkombination ist einfach sowas von dermaßen unfair noch in diese bis zur fünften Generation. Oh verdammt, auch sind vorbei, verloren. Ja, weil gibt keine Schwäche. Das Band zwischen dir und deinem Pokémon ist ebenfalls sehr stark. Das habe ich gar nicht bemerkt, daher konnte ich nur verlieren. Ja, jetzt möchte ich sehen, wie weit dieses Band euch bringt. Geh und betritt den nächsten Raum. So, da wechseln wir aber mal aus. Tu ist ja schließlich jetzt tot. Das heißt, den ersten Verlust haben wir jetzt schon mal. Ich bin gespannt, wie viele Verluste wir noch ertragen müssen. Aber gut. Mimo muss auf jeden Fall überleben. Den brauchen wir beim letzten Trainer, beim Champ. So, auf zum nächsten. Den schaffen wir auch noch in dieser Runde. Eistrainer. Oh yeah. Ich hab... Ja, okay. Das machen wir trotzdem. Mit Mimo. So. Willkommen, mein Name ist Frosina von den Top 4. Ich bin von weit her nach Höhlen gereist, um meine eisigen Talente zu trainieren. Aber bisher haben mich nur lausige Trainer mit noch lausigeren Pokémon herausgefordert. Wie sieht es mit dir aus? Es würde mich überaus freuen, wenn du mich zwingst, alles zu geben. Die sieht ein bisschen komisch aus, finde ich. Aber gut. So, wir machen das jetzt trotzdem mit Mimo. Einfach, weil wahrscheinlich... Ja, genau, ein Wasser-Pokémon ist das erste. Und da können wir uns leisten, mit hier Laubklinge ein bisschen reinzuhauen. Und ja, Mimo muss aber trotzdem überleben. Deswegen werden wir ihn bei reinen Eis-Pokémon dann austauschen gegen Gaara. Gaara hat halt... wobei, sagen wir... Nein, wir nehmen Gaara. Gaara hat die Möglichkeit, diese Pokémon nämlich auch... Okay, nochmal ein Sejong. Sehr schön, dann spielt die schon ihre Sejongs aus. Dann können wir uns jetzt mit Mimo darauf konzentrieren, die Sejongs... hier alle aus dem Weg zu räumen. Perfekt. Sehr schön. So läuft es doch.
Okay. Was kommt denn jetzt? Walreißer. Okay, das machen wir auch noch platt. Das machen wir auch noch platt. So. Dann hat die nur noch zweimal Firnentor, glaube ich. Ja. Walreißer ist auch besiegt. Und jetzt dürfte zweimal Firnentor kommen. Und da überlege ich gerade. Nein, da wenden wir Hariyama an. Da nutzen wir Hariyama. Hariyama ist nämlich sehr effektiv dagegen. Das sollten wir auf jeden Fall nutzen. So. Mimo kommt zurück. Genug. Dankeschön. Los, Hariyama. Jetzt seht ihr Hariyama mal in Action. Oh, Eissturm. Macht nicht so viel Schaden und senkt auch nur ein bisschen die Initiative. Also, sage ich nicht, macht nicht so viel Schaden. Das passt schon so. Okay, wir nutzen erstmal Überwurf. Weil Gegenschlag ist auch eine Kampfattacke, aber die wird halt erst stärker, wenn wir weniger KP haben. Da warten wir einfach noch, bis wir ein bisschen, bis wir arg geschwächt sind, falls wir das überhaupt jemals sind. Daher warten wir mal ab. Überwurf ist auch so stark. Okay, und was kommt jetzt? Nochmal ein Firnentor, wusste ich's doch. Ich habe ja gewusst, dass die zwei Firnentor hat. Ich kenne die Pokémon-Liga in- und auswendig. Die habe ich als Kind so oft durchgespielt, weil ich damals mein Gewaltrohr auf Level 100 gebracht habe und alles. Und ja, so läuft es halt manchmal, ne? Okay, jetzt kommt aber gleich der nächste stärkste Trainer. Da werde ich aber wahrscheinlich mit Rayquaza und Walreißer reingehen. Du und deine Pokémon, euer Zusammenhalt verbrennt alles. Diese Hitze besiegt jeden. Kein Wunder, dass mein einziges Talent dahinschmolz und dir nicht schadete. Okay, bevor wir aber da reingehen, werde ich meinem Rayquaza aber gleich noch was geben, falls wir das noch haben. Geh weiter in den nächsten Raum. Und dort wirst du die schrecklichste Seite der Pokémon-Liga kennenlernen. Ja, jetzt muss ich erstmal schauen, ob wir eine Persimbeere haben. Ich glaube aber schon. Ja, haben wir. Okay, geben. Sehr schön, die können wir nämlich Ray geben. Und dann können wir Ray in die Spitze packen und. Wobei, ja, doch, wir geben es einfach mal, sicherheitshalber. So, einen Verlust haben wir, aber sonst keinen bisher. Das ist gut, aber jetzt warten wir erstmal ab, was im nächsten Raum passiert. Und ja. So, Hallöchen. Ich bin der Letzte der Top 4 in der Pokémon-Liga, Dragan, der Drachenmeister. Von Natur aus sind Pokémon wild, sie sind frei. Manchmal behindern sie uns, manchmal helfen sie uns. Weißt du, was es bedeutet, mit Pokémon als gleichwertigen Partnern zu kämpfen? Weißt du, was verlangt wird? Wenn du das nicht weißt, wirst du hier an dieser Stelle scheitern. Ja, das habe ich schon so oft gehört. Egal, wir machen trotzdem weiter. So. Okay, Top 4 Dragan. Und Draschel wird in den Kampf geschickt. Mit Draschel dürfen wir mit Drachenglaube recht gut packen. So. Und danach kommt dann der Champ der Pokémon-Liga. Und den werde ich aber erst in einem. Wobei, soll ich das jetzt nicht alles in einem Part machen? Ich weiß gerade nicht. Ha, was scheiße, dass das jetzt der 101. Part ist. Ha. Ach, Altaria schaffe ich auch noch mit Drachenglaue. So, komm, Altaria, lass dich besiegen. Sehr schön. Das ist noch. Durch den Levelunterschied ist es jetzt gerade noch so recht einfach, aber. Ja, das könnte. Das mit gleichem Level hätte das ziemlich knifflig werden können. Einfach, weil ich keine Heil-Items habe, ne? Das ist halt das. Dadurch bin ich auf den Level-Unterschied hier angewiesen. Das wurde mir aber schon öfters ins Herz gelegt. Ah, wie schaffst du nur die Top 4? Mimimi. Ja, das seht mal jetzt, wie ich hier die Top 4 schaffe, ne? Brutalanda. Okay, da wagen wir gleich mal eine etwas stärkere Attacke, weil Brutalanda nämlich unseren Angriff senkt. Da nutzen wir gleich mal Wutanfall. Und ich liebe Wutanfall, habe ich glaube schon mehrmals erwähnt. Vor allem bei Maxax mit der Drachentanz-Kombination. Da ist Wutanfall danach. Bäm, haut euch alle weg. Das ist unglaublich. Okay, Rai erreicht Level 71, sehr schön. Und Cedra King. Oh, Cedra King habe ich früher immer gehasst. Ich hab's gehasst, weil ich es einfach nie besiegen konnte. Teilweise bei der Hard Gold zum Beispiel gegen. Sandra. Boah, ich habe Cedra King so gehasst. Ich habe diese Frau gehasst. Das war unglaublich. Okay, den haben wir jetzt auch. Dragan haben wir jetzt auch locker besiegt. Hervorragend. So, das muss man sagen. Und wir haben noch gerade mal eine Viertelstunde gebraucht, aber ich habe Angst. Dir gebührt wahre Ehre, da du als Trainer der Pokémon so weit gekommen bist. Du weißt, was verlangt wird. Ja, ein Trainer braucht ein ehrliches Herz. Pokémon berühren das Gute im Herzen des Trainers und lernen zwischen gut und schlecht zu unterscheiden. Sie berühren die guten Herzen der Trainer und wachsen daran. Geh,
Geh weiter. Der Champ erwartet dich. Okay. Wir tauschen dann mal wieder gegen Mimo. Weil jetzt wird Mimo ganz wichtig. Und wir geben Mimo, was sollen wir ihm geben? Haben wir noch eine... Wir haben nur eine Sinnelbeere, keine Zitrobeere. Das ist doof. Ja, das ist jetzt doof. Dann müssen wir das so hinnehmen. Dann geben wir ihm aber eine Yonago-Beere, sicherheitshalber. Einfach, dass es sich dann, dass wir da eine Runde sparen und es einfach dann auffüllen kann. So. Ja, ich habe mich jetzt einfach entschieden, jetzt gleich zum Champ zu gehen. Wenn wir jetzt schon dabei sind. Eine Viertelstunde sind es echt wenig. Und der finale Part kann ruhig ein bisschen länger sein. Und Leute, ich habe Angst. Ich habe extreme Angst. Willkommen, Denise. Dieser Zwischenfall in Xeniroville. Das war hervorragende Arbeit, wie du die Krise dort beendet hast. Hups! Es wäre aber nicht fair zu behaupten, du hättest allein für Ordnung gesorgt. Du hast die Situation gemeistert, weil du mit deinen Pokémon zusammengearbeitet hast. Wir drehen jetzt den Pokémon auf, indem wir ihnen Items geben und neue Techniken für den Kampf beibringen. Und auch wir lernen viel von den Pokémon. Dann wird deine Leistung mit der anderer Trainer verglichen. Nun ja, wer kann am elegantesten in ganz Höhen mit seinen Pokémon tanzen? Zeig es mir, hier und jetzt. Oje. Jetzt geht's los. Und wenn man den Verkehr übrigens im Hintergrund hört, es tut mir leid. Wie gesagt, ohne Fenster offen kann ich hier nicht aufnehmen momentan. Beziehungsweise kann ich überhaupt nicht hier in diesem Raum verweilen. Und nachts ist es halt, da bin ich zu müde zum Aufnehmen. Das ist dann halt immer so, ah, scheiße. Ja. Okay, hauen wir erstmal mit Laubklinge ran. Ihr seht, Violet ist schon fast Level 60. Das spricht schon einfach für sich, muss ich ehrlich sagen. Da hätten wir echt extreme Probleme gehabt, wenn wir einfach nur Level 60 gewesen wären. Deswegen Level 70. Zumindest ohne Heil-Items. Mit Heil-Items, dann wäre es nochmal eine andere Geschichte. Er haut jetzt schon sein Milotic raus. Oder ist es sein eines Milotic? Hat er zwei? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, das ist das erste Milotic. Auf jeden Fall hat er Milotic, das weiß ich. Ja, man sieht es ja gerade. Und es kann Eisstrahlen, das ist scheiße. Aber wir dürften das eigentlich überleben. Und wir haben ja noch Gigasauger. Und das hat Zitrobeere, was? Okay, das irritiert mich gerade ein bisschen, aber mit Laubklinge dürften wir jetzt gut hinkommen. Ich habe jetzt gerade zu viel Angst, was anderes einzusetzen bei diesem Milotic, weil es einfach Eisstrahl kann. Und ja, weil Laubklinge halt so unglaublich stark ist, ne? Okay, 2646 Erfahrungspunkte. Tentoxa, sehr schön. Hallo Tentoxa. Das ist jetzt scheiße. Wir sollten da austauschen. Weil Tentoxa ein Gift-Pokémon ist. Und wir haben keinen Psycho-Pokémon mehr. Das ist ja besiegt worden. Aber das ist jetzt nicht so schlimm. Wir haben ja noch Rayquaza. Ey, geh mit deinem Toxin weg. Spinnst du? Okay, dann nutzen wir Erdbeben. Fällt mir gerade so ein, dass Rayquaza Erdbeben kann. Und Erdbeben ist sehr effektiv gegen Tentoxa. Ah, sehr schön. Dann haben wir das erledigt. Gut, was kommt denn jetzt? Mimo erreicht Level 71. Sehr schön. Was kommt jetzt? Garados. Oh yeah. Garados. Das sollten wir eigentlich eiskalt unser Garados herausrufen. Aber ich probiere es jetzt erstmal mit diesem Rayquaza hier. Mit Drachenglaue. Und dann schauen wir mal. Okay. Drachendanz. Oh yeah, das ist nicht gut, aber wir werden Garados trotzdem Blatt machen. Und ich bin überrascht, wie gut das läuft. Ich habe echt mit mehr Probleme gerechnet, aber es kann auch sein, dass ich einfach an die KI von der schwarzen und weißen Edition bzw. Schwarz 2 gewöhnt bin und deswegen die Top 4 viel mehr oder auch viel schrecklicher in Erinnerung habe. Also kann es sein, dass es lag aber vielleicht auch daran, dass ich mit den Leveln recht weit drunter lag als jetzt und die deswegen einfach viel schwerer in Erinnerung habe. Also irgendwie, ich hatte es nicht so in Erinnerung, dass ich da so durchrasche. Daher, ja egal, der Level-Unterschied war aber notwendig. Das war einfach notwendig, finde ich. Aber gut, dass so ein paar Level, 10 Level so viel ausmachen, damit habe ich nicht gerechnet. Da sollten wir Mimo wieder rausholen. Komm Mimo, das schaffst du. Das machst du mit Gigasauger jetzt, damit deine KP wieder voll sind, auch wenn die jetzt im Anschluss gefüllt werden, aber egal. Tja, damit ist das Let's Play schneller beendet, als ich dachte. Okay. Gigasauger. So, sehr schön.
Ich dachte eigentlich, ich würde noch mindestens 4 oder 5 Parts brauchen, aber ja, was will man machen? Ja, jetzt kommt er gleich, jetzt kommt er mit Erdbeben an und dann kommt er gleich mit Top-Genesung an, der Sackle, weil er gegen die Nuzlocke-Challenge verstößt. Sag ich's nicht. Aber wurscht. Wir holen nochmal mit Top-Gigasauger hier ein KP, ein paar KP und dann machen wir ihn mit Zerschneider oder so platt. So, perfekt. Hauen wir hier alles raus. Was wir können. Okay. Sehr schön. Und mit Zerschneider. Was? Nochmal? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber gut. Ja, sonst hätte ich nämlich Laubklinge eingesetzt. Aber gut, wenn der meint. Jetzt wird Laubklinge auf jeden Fall den Rest geben und dann passt die Sache. So, und dann sind wir schon fertig. Das ist irgendwie komisch, weil ich hatte viel mehr Angst davor. Also ich hatte wirklich Angst vor der Top 4. Aber das war ja lächerlich. Ich, der Champ, wurde besiegt. Eine erstklassige Leistung. Du warst elegant, manchmal auch verzweifelt. Was, aber auch herrlich. Der Ruhm gehört dir, Denise. Du bist wahrhaft ein edler Trainer. 11.600 Pokédollar, cool. Die Pokémon, die du in den Kampf geschickt hast. Manchmal wirbelten sie wie eine Frühlingsbrise und dann wieder schlugen sie ein wie ein Blitz. Du hast deine Pokémon mit leichter, aber sicherer Eleganz geführt. Du hast mich mit deiner meisterhaften Vorstellung bezaubert. Okay. Du hast den ruhmreichen Gipfel der Pokémon-Liga erreicht. Für die ganze Höhenregion rufe ich dich hiermit. Ja, jetzt kommt der mal wieder an, na toll. Denise, möchtest du nicht ein paar Tipps, bevor du den Champ herausforderst? Damit kommst du leider ein bisschen zu spät. Denise, willst du mir etwas sagen? Du hast den Champ besiegt? Siehst du, was habe ich dir gesagt, Briggs? Ich wusste, du brauchst dir keine Sorgen, um Denise zu machen. Denise, du hast es geschafft. Als ich hörte, dass du deinen Vater in der Arena von Blütenburg City besiegt hast, wusste ich, dass du eine Chance hast. Aber dass du dann sogar Champ geworden bist. Oh ja, was ist aus deinem Pokédex geworden? Lass mich mal sehen. Hm? Oh, du hast 151 Pokémon gesehen und 51 Pokémon gefangen. Verwendest du irgendwelche Angeln? Hier gibt es so viele Pokémon im Meer. Also dann sage ich herzlichen Glückwunsch. Nun kannst du mit Stolz den letzten Raum betreten. Denise. Nein, lass es mich richtig ausdrücken. Neuer Champ. Komm mit mir. Okay. Tut mir leid, aber diesen Raum dürfen nur Trainer betreten, die Champs geworden sind. Warte bitte draußen mit dem Professor. Na, wenn es die Regeln zu bestimmen. Denise, das ist dein Tag. Herzlichen Glückwunsch. Jo, rein mit uns. Jetzt ist schon das Let's Play vorbei. Weil das war ja das Ziel der Nuzlocke-Challenge, die Pokémon-Liga mit diesen Regeln zu schaffen. Dieser Raum. Hier verzeichnen wir die Pokémon, die siegreich aus harten Kämpfen hervorgegangen sind. Hier werden die Champs der Pokémon-Liga geehrt. Okay. Komm, schreiben wir deinen Namen nieder als ein Trainer, der über die Pokémon-Liga triumphiert hat und die Namen deiner Partner ebenfalls. Oh ja, cool. Nicht schlecht. So. Jetzt kommt der Abspann. Ich hätte echt nicht damit gerechnet, dass es jetzt schon vorbei ist. Ernsthaft. Also, nicht schlecht. Unser Mimolein. Mit dem wir so viel durchgestanden haben. Ich hätte Mimo von Anfang an nehmen sollen. Irgendwie kam ich mit Hydropia gar nicht klar. Ein Game Over haben wir verzeichnet. Aber jetzt haben wir es geschafft. Mit der Nuzlocke Challenge die Pokémon Liga zu schaffen. Natürlich mit Level-Vorsprung, aber hey. Ein Opfer haben wir zu verzeichnen, hier, tu. Aber hey, ansonsten haben wir es geschafft. Wir haben die Pokémon-Liga besiegt. Ich habe die Nuzlocke-Challenge geschafft. Klar, mit einigem Training jetzt, aber es ging doch, also ich habe es wirklich schwer in Erinnerung gehabt. Das muss ich ehrlich sagen. Ich habe wirklich gedacht, die Top 4 wäre schwerer, aber ich glaube, ich bin einfach nur an die KI gewohnt, die ich wirklich in den späteren Editionen erlebe. Wenn ich da gegen die Top 4 kämpfe, weil die sind schon raffiniert. Außerdem haben die Pokémon da schon viel krassere Attacken. Und ja, das ist... Ja, ich weiß nicht, ich bin jetzt gerade ein bisschen sprachlos. Und ich muss jetzt gucken, weil ich habe jetzt... ich weiß jetzt gerade nicht, ich werde wahrscheinlich erstmal The Wolf Among Us jetzt Let's Playen, beziehungsweise ja, zu Ende machen. Und dann werde ich... was kommt denn dann? Ja... Dann werde ich ein Together machen.
Was es wird, das werdet ihr dann sehen, aber ich kann euch versprechen, dass es lustig wird. Ja, und freut euch schon mal drauf. Es wird auf jeden Fall toll. Und ich werde wahrscheinlich auch auf jeden Fall nochmal ein Pokémon Let's Playen. Welches ich dann Let's Playen werde, das weiß ich noch nicht. Das hängt auch davon ab, was ich da hardware-technisch dann für Möglichkeiten habe. Aber das werden wir dann alles sehen. Das ist aber erstmal in ferner Zukunft. Jetzt hier erstmal die Nuzlocke-Challenge ist jetzt beendet. Und ja, damit habe ich Platz für Neues. Für neue Projekte. Nach 101 Parts, ne? 101, super. Hätte der 100. Part werden sollen, aber ist jetzt auch egal. Nach 101 Part fertig. Also ich bin gerade echt geflasht. Ich danke fürs Zuschauen übrigens. Vielen, vielen Dank. Und ja, da bin ich echt, ich bin einfach nur noch... Ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch alles sagen soll, also... Ich danke auf jeden Fall den Leuten, die zugeguckt haben und die auch kommentiert haben, auch wenn es gegen Ende immer weniger wurde. Trotzdem danke ich einfach allen, die sich das Let's Play angetan haben. Und ich hoffe, ihr werdet euch noch weitere Let's Plays anschauen. Und ja, da hoffe ich euch doch einfach, dass ich euch in den nächsten Spielen und Projekten begrüßen darf. Und natürlich für die Pokémon-Fans, es wird wieder Pokémon kommen. Ihr könnt mir auch gerne Wünsche schreiben, falls ihr irgendwelche besonderen Wünsche habt. Dass ich irgendwas Besonderes spielen soll. Und ja, man sieht da immer wieder die gleichen Pokémon übrigens, aber auch nur, weil ich so wenig gefangen habe. Nuzlocke Challenge halt. Und ja, keine Ahnung. Also schreibt mir, wenn ihr Projektvorschläge, Wünsche habt, bezüglich Pokémon oder auch andere, schreibt die mir, könnt ihr mir ruhig jederzeit eine Nachricht schreiben. Ich kann nicht jeden erfüllen, das ist halt so. Manche kann ich auch erst später erfüllen, das ist halt das. Aber ich habe eigentlich bisher immer vorgehabt, jedes Spiel, das mir irgendwie vorgeschlagen wurde, irgendwann zu Let's Playen. Und ja. Daher. Muss ich mal schauen. Jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich überhaupt einen neuen PC bekomme. Das ist jetzt erstmal die Hauptaufgabe bei mir. Und dann will ich noch einen 3DS mit Capture Card, dass ich da auch ein paar Spiele aufnehmen kann. Und dann werden wir mal schauen, ne? Auf jeden Fall. Damit endet das Let's Play. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Projekt. Tschüss.